So, liebe Leute, ich habe direkt für euch die nächste Technikübung zum Nachschwimmen. Und zwar ist es diesmal wieder eine Kombinationsübung, wieder in Rückenlage. Dennoch liegt der Fokus heute auf anderen Schwerpunkten. Heute geht es um Rückenarmzug in Kombination mit Delfin-Beinschlägen. Und zwar habe ich in der letzten Technikübung eher wenig Beinschläge. Zur Erinnerung, das war Rückenarme mit Brustbeine, habe ich eher wenig Beinschläge auf mehrere Armzüge gemacht. Heute wird das Ganze umgedreht. Heute werde ich auf zwei Rückenarmzüge, werde ich 4 Delfin-Kicks machen. Also pro Armzug 2 Delfin-Kicks. Weshalb mache ich das Ganze? Wenn man es eben schafft, einen sauberen Rhythmus dort eben einzubauen, das heißt pro Armzug 2 Kicks, dann kann man eben ein paar Sachen fürs Rückenschwimmen betonen und dann eben auch euer Rückenschwimmen verbessern. Zum einen kann ich mit einem Delfin-Kick, der eben zur gleichen Zeit wie die Druckphase erfolgt, diese Druckphase verstärken. Das verbessert im Endeffekt eure Zuglänge nachher im Schwimmen, wenn ihr einfach eine verstärkte Druckphase habt. Und wenn man die Kicks regelmäßig macht, dann hilft es euch auch bei einer regelmäßigen Rückenrotation. Ich werde euch das Ganze jetzt wieder vormachen, verfolgt es, schaut, worauf die Knackpunkte liegen, also wirklich regelmäßiger Beinschlag, regelmäßiger Armzug. Und ich mache quasi immer den zweiten Delfin-Kick beim jeweiligen Armzug immer unten bei der Druckphase. Schaut zu und bis gleich. Ich hoffe, das wurde jetzt gerade deutlich, was ich damit gemeint habe. Auf jeden Fall wichtig, regelmäßiger Rhythmus, saubere Zuglänge. Und was man jetzt auch gerade schön gesehen hat, wenn man quasi die Kicks richtig timet, dann kommt mit der Druckphase unten, kommt auch immer mit der Rotation die Schulter aus dem Wasser. Spult nochmal zurück und guckt mal, wie bei dem Rotieren die Schulter aus dem Wasser kommt. Das ist ja auch sehr wichtig fürs Rückenschwimmen, dass man eben mit einer hohen Schulter über dem Wasser schwimmt, weil man eben weniger Widerstand hat und eben gleichzeitig auf der anderen Seite einen besseren, einen stärkeren Krafthebel hat. So, das war's schon wieder. Macht's zu Hause nach, schreibt mir wie immer euer Feedback, gebt mir einen Daumen hoch, wenn euch das Video gefallen hat und dann sehen wir uns wieder im nächsten Video. Bis bald, euer Dominik. Ciao, ciao.